Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genshin Impact. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind heute in einem neuen Event. Hat vor 14 Minuten gestartet. Windflucht. Und da gehen wir mal in den Start rein. Wo wir einfach hier vorschlägt, hier oben durchzugehen. Über die Mauer zu hüpfen quasi. Weil die Entwickler genau wissen, dass das hier jeder macht. Keiner geht die Treppen hoch. Ja, die hier sind okay, aber. Okay, Windflucht. Ist es jetzt wieder dieses Verstecken? Verstecken-Ding? Ist nicht so meins tatsächlich. Aber. Ja, das ist das, glaube ich, ne? Okay, davon werden wir eins machen. Und danach wahrscheinlich keins mehr. Aber wir nehmen auf jeden Fall alles einmal mit. Rebellen und Jäger, ja. Ja, das werden wir einmal testen. Den Rest werden wir wahrscheinlich offline machen. Ein Game machen wir aber auf jeden Fall für euch. Spieler zusammenstellen. Eins machen wir on Stream. Oder ja, machen wir on YouTube. Und seht halt bitte nach. Das Event ist nicht so ein geiles Event, was man jeden Tag irgendwie hochladen könnte. Und da werden wir jetzt ein Video machen, was dann für die nächsten Tage steht. Wir haben eh die nächsten Tage Weihnachten und alles drumherum. Von daher, ich bin ein Rebell, ne? Wir nehmen Nahida, die ist ein bisschen kleiner. Ist die Nahida? Da. Das ist nicht so ein Event, wo man jeden Tag. Keine Ahnung. Ich kann jetzt jeden Tag keine Ahnung, wie viel machen. Und ja, ist nicht so der Burner, ne? So, wann fängt der an? Tja, ist eine gute Frage hier, ne? Guck mal, wo der Jäger ist. Das sieht auch aber ganz gut aus hier. Sieht man, wo der Jäger kommt? Ja, da. Ist echt gemein. Selbst wenn er mich aufdeckt. Da hinten ist er. Das ist ein Arschloch-Möb. Aber wir warten einfach mal. Selbst wenn er mich aufdeckt, dürfte er mich eigentlich nicht sehen. Aber die anderen beiden hat er, glaube ich, auch noch nicht gefunden, ne? Ich finde es auch tatsächlich sich einfacher zu verstecken, wie zu jagen.
Oder jetzt kriegt er Hilfe, ne? Ist er über mir? Ich glaube, der findet jetzt einen, wenn er die Kunst einsetzt. Oh, er hat mich nicht gesehen. Was? Er hat mich nicht. Jetzt eng. So close. Das war sehr, sehr close. Scheiße, war das knapp. Scheiße, war das knapp. Eieieiei. Das war eine spannende Runde. 710 Taler bekommen. Bonus für Sieg, Bonus für Spielzeit, Erreichen von letzter Hoffnung bis zum letzten Atemzug. Auf jeden Fall, ja. War spannend, war spannend. Das war's aber auch für dieses Event, Leute. Ich weiß jetzt nicht, was ich euch jetzt die nächsten Tage davon präsentieren soll. Wir können jetzt hier Techniken kaufen, etc. Aber das ist jetzt nichts, wo wir sagen müssen, hey, das muss ich jetzt jeden Tag irgendwie für euch aufnehmen. Hier gibt es einiges an Games, die man einfach erreichen kann durch mehr Spielen. Und deswegen wird dieses Video jetzt das letzte von, also das letzte Video hoch, was ich hochlade für dieses Event. Seid mir da nicht böse, aber ich muss euch jetzt nicht hier in der Runde da, glaube ich, hochladen. Wenn ihr es trotzdem sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich denke, selber spielen ist ja deutlich, deutlich angenehmer. Gut. Das war's dann von dieser Folge. Ich danke fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, habt eine schöne Weihnachtszeit und ciao.